Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder bei No Man's Sky. Ich bitte den Ton, der zu leise war in der letzten Folge oder in den letzten beiden, zu entschuldigen. Scheinbar ist durch das Update alles leiser geworden. Ich habe es jetzt höher gestellt und hoffe, dass das so in Ordnung ist. Wir werden jetzt die Mission abgeben. Das haben wir noch nicht erledigt letztes Mal. Und dann werden wir uns erstmal neue Multitools gönnen. Die haben wir, ja Gott, wo haben wir die denn? Da. Wir haben ja dieses und das Alien-Tool von den Twitch-Belohnungen. Und wir werden uns ein royales und ein anderes Alien-Multitool holen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und Spaß habt, gerne abonnieren und liken. So, wir müssen jetzt erstmal hier hin. Welche ist denn gerade aktiv hier? Keine? Okay. So, die da. Wir werden die jetzt auch nur abgeben. Keine Sorge. So. Die nächste abgeben. Der ist oben. Der ist hier unten. Dann geben wir die ab. Bei dem da. Könnten wir akzeptieren, weil das haben wir ja schon gemacht. Da in unser Exo-Fahrzeug einbauen. Echt jetzt geht nicht. Ja, er zeigt die. Können wir die abbrechen? Nicht, war ja klar. Wir haben doch aber bestimmt noch einen, den wir abgeben können. Keinen Bock drauf. So. Haben wir noch eine zum Abgeben? Ja, das ist super, wenn du keine neue annimmst, kannst du sie nicht abgeben. Das ist auch schon wieder. Ich habe auf diese Billo-Mission gar keine Lust. Ja, scheiß drauf. Wir holen uns jetzt die Multitools. Und wir wollten Fregatten losschicken. Das geht ja schnell, das können wir mal eben machen. So, Entdeckungsreise. Ne, warte, wir machen erst die spezifischen hier. Bergbau. Ja, da können wir direkt so einen und einen schlechten. Hier so ein C. Wenn die schlechten ein bisschen leveln. Handelsexpedition. Das Organische nur 10. Ja, dann schicken wir noch das hier. Vielleicht reicht das. Ah, nicht wirklich, aber okay. So, die Entdeckungsreise hier dauert länger und hat mehr Sterne. So, ne? Nein.
Schicken den damit. Das reicht nicht. Noch einen Arm mitschicken. Was ist das denn schon wieder für ein keinen, der hoch genug ist. Schicken wir die alle hier. Mir auch egal. Die sollen ja nur ein bisschen leveln. Noch so eine Erkundungsreise. Das reicht nicht. Die ausgeglichene. Oh nein. So, ab zu unserem Schiff. Nein, gar nicht wahr. Wir brauchen einen Teleporter. So. Den haben wir. Da. Mit dem müssen wir jetzt zu einem Portal reisen. Nehmen das hier, das ist schön hell. Dann werden wir uns wohl als erstes das Alien-Multitool holen. So, müssen wir bestimmt wieder aufladen. Müssen wir nicht, cool. Also, wir müssen Vogel, Wasser, Libelle, diesen Antrieb aus Zurück in die Zukunft, Wasser, dieses Rad, Wasser, den Heißluftballon. Das Dreieck, noch ein Heißluftballon, ein Vogel und eine Libelle. Dann werden wir mal gucken. So, gucken, wo unser Schiff abgeblieben ist. Da. Aber erstmal, da ist eine Stadt. Was ist denn da hinten? Da ist ein Speichersignal. Nicht dieser Planet. Okay. Oh, hat sich's versteckt. Da müssen wir erstmal ins Schiff und dann mal kurz gucken. Ich denke mal da hinten. Wir werden da einfach mal gucken. Da ist im Übrigen auch noch was. Ein Gebäude. Oh Gott. Wo habe ich jetzt gesagt? Müssen wir mal gucken, ob das richtig ist. Jetzt ein Stück entfernt, dann gehen wir ein bisschen nach oben. Ich glaube nicht, war das auch auf dem Planeten hier. So. Gebäude wäre gut.
Das da war es. Ah, da ist es. Dann tauschen wir jetzt unser Multitool auf das Alien-Tool und werden die Sachen alle lagern. Dann können wir sie nämlich wiederverwenden und müssen sie uns nicht neu kaufen. Geht also am PC mit X. Mal sehen. Was wir auch alles mitnehmen. Dann müssen wir nicht wieder Stationen abgrasen und nach Bauplänen suchen. Also gut, wir haben hier noch nie S-Klasse-Teile reingebaut. Das kommt dann doch. Aber erst einmal alles ausbauen. Ah, okay, das geht nicht. Also die Verbesserung hier können wir nicht rausnehmen. Das hier aber. Das Kraftfeld. So. Dann kaufen wir uns die jetzt. Ist auch direkt S-Klasse und wichtig ist, also die hier, wegen den super aufgeladenen Feldern, die vier liegen nämlich alle beieinander. Unsere liegen auch schon nicht schlecht, aber können sie auch tauschen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal einfach so reinpacken. Technologie bereits installiert. Ah, okay. Kann das da weg? So, hier ist glaube ich noch eins. Das war aber glaube ich ein schlechtes. Ah, nur ein Schaden. Zwei Schaden. Magazingröße. So, der Mörser kommt woanders hin. 5000 Schaden. 7000. 1000. Gut, wir haben jetzt noch keine guten Verbesserungen. Der dämliche Blitzwerfer kann weg. Und Laser-Upgrade. Und wir können sogar noch ein Laser-Upgrade bauen. So. Auch den Terrang-Manipulator. So, was haben wir denn hier? Kampfvisier. Analysevisier. Ah, das ist schon verbaut. Was war denn das jetzt? Das hier. Hier haben wir noch was. AB-Upgrade. Hier ist noch Minenlaser. Geht auch nicht, weil schon installiert. Haben wir das schon eingebaut? Nee, den konnten wir noch. Okay. Also, wir haben Paralysemörser. Aber wir hatten noch hier noch. Ah, nee. So. Plasmawerfer. So. Ob der Schaden hat sich durch Super aufgeladene gar nicht verändert.
Nach Aufprallzündung. Aufprallfeuerschaden 100%. Was haben wir hier noch? Ja, den haben wir ja normal eingebaut. Kann der weg? Was war das? Untersuchungsvisier. Achtfeld. So, wir haben drei Glutspeer. Okay. Also Streublaser macht am meisten Schaden hier trotzdem dann. Und alle in S oder in gute X-Module. Angerät brauchen wir zwar auch nicht, aber war eingebaut. So. Impulswerfer, was war das jetzt? Ah. Feuerrate Schaden. Ah ja, dann werden wir das hier aber erstmal tauschen. So. Hatten wir noch eins rumliegen? Positronen. Inframesser, das für Schiff. Streublaster. Die sind für den Anzug. Schildmodul. Ja, mehr haben wir nicht. Mal draußen. Naja, ist jetzt dunkel, war ja klar. Aber bei Tag über hier machen wir ein bisschen Licht. Ah, jetzt haben wir die Waffe nicht in der Hand. Das ist ja ärgerlich. Ah, jetzt haben wir sie in der Hand. Sollen wir jetzt schnell sind? Das ist unsere neue Alien-Waffe. Gucken, haben wir hier ein Tier? Will ich nicht, super Planet. Naja. Dann begeben wir uns jetzt zu unserem Portal. Da ist ein Sektor, den können wir kartieren. Und holen uns ein royales Multitool. Ah, guck mal. Wenn man nicht benutzen, hat keinen Strom. Gucken, hat eine der anderen Basen Strom. Wo ist denn noch eine? War doch eben. Da unten ist eine. Ob der Strom hat. Und vor allen Dingen. Oh, sein Teleporter hat Strom. Dann werden wir den benutzen. Wieder zu dem Portal reisen. Und dann geben wir die Koordinaten für einen royales Multitool ein. Die gibt es immer bei Wächtersäulen, wo man die Wächter auch deaktivieren kann. Für 24 Stunden sind die dann, glaube ich, deaktiviert. Und da gibt es auch verschiedene Multitools und mit Glück auch ab und zu ein royales. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also, da müssen wir dann jetzt so, also Moment, bisschen klein. Ich würde fast sagen, das sieht aus wie das Gesicht. Oder? Leider nur ein schlechtes Bild davon.
Aber... Ja, also wir nehmen mal das Gesicht. Wasser. Die Spirale. Jetzt geht's los. Das andere. Der Käfer. Wasser. Käfer. Der Halbmond. Der Antrieb aus Zurück in die Zukunft. Ein Dino. Ein Halbmond. Ein Tipi-Zelt. Und das Rad. Wenn das erste Bild jetzt richtig war, das ist nämlich sehr unscharf gewesen. Sollten wir in dem System... ein weiteres Multitool entdecken. Also wir müssen zwar erstmal die Wächtersäule finden, aber zur Not kaufen wir uns auf der Raumstation eine Karte dafür. Weil ich leider nicht mehr weiß so genau, ob das markiert ist. Also da ist unser Schiff. Haben wir hier irgendwo eine Markierung? Sieht nicht so aus. Aber die Wächtersäule so finden ist auch eher unwahrscheinlich. Ah, der Riesenwurm, der sich nicht scannen lässt. Warum auch immer. Ja, also da müssen wir erstmal uns scheinbar... Da wäre ein Gebäude. Da werden wir... Was zum Himmel, das ist eine Mutantenpflanze. Also hier sind mehrere Gebäude in der Nähe. Müssen wir wohl zur Raumstation. Aber als erstes gucken wir mal, was eine Mutantenpflanze ist. Ich glaube, so eine hatten wir noch nie, oder? Den haben wir gescannt. Ein weiteres Tier, ne? Doch, da. Wieder so weit weg. Was hat mein Scanner eigentlich für Probleme? So. Oh Gott, hast du in die Höhle gefallen? Wir haben auch gerade das falsche Multitool ausgerüstet. Auf dem anderen ist der Scanner besser. Also Radon gibt es hier. Okay. Können wir ja eigentlich mal mitnehmen, oder? Die läuft weg. Ist ja wie die... der unkontrollierte Schimmel, die Bälle. Hat man erwischt? Ja. Ja, also für eine Wächtersäule... Warte mal, kann unser Exo-Fahrzeug... Ne, das war falsch. Exo-Fahrzeug. Da. Nicht im Besitz, ja. Ne, ist klar. Da hatten wir ja Scanner eingebaut, um Portale zu finden. Aber können wir damit auch... Wächtersäule finden? Absprungkapsel. Verlassene Struktur. Mine. Alienstruktur. Nee. Leider nicht. Und da wir keine Wächterkarte dabei haben, müssen wir uns eine kaufen. Aber das macht ja nichts. Wir rufen unser Schiff. Und begeben uns einfach zur Raumstation.
Hier haben wir ein Radon-Ding übersehen. In der Richtung wird nämlich noch goldenes Gehirn angezeigt. Aber hier ist doch nichts. Oh. Gut, also ab zur Raumstation. Ich hatte das System eine. Ja, gut. Gucken wir schnell, wie der Planet heißt. Ah ja. Okay. Da ist das Portal. Da ist die Raumstation. Dann holen wir uns bei dem Kartenhändler einfach eine Karte für die Wächtersäule. Wir geben uns auch auf den Planeten wieder. Weil wenn wir sie im All aktivieren, kann es sein, dass er uns auch die Wächtersäule von einem anderen Planeten anzeigt. Und wir wollen ja den Planeten. Weil bei dieser Wächtersäule sich ein cooles, royales Multitool befindet. So, das ist der Kartenhändler. Spezifische Karte. Ja. So. Was davon ist denn jetzt? Notfall. Ist doch nur ein Notsignal. Oh. Braucht man da eine andere für? Ist ein Frachter da hinten. Ich kann nicht aufs Lager zugreifen. In welchem System sind wir? Osiris Nike. Osiris Nike. Kann sich ja keiner merken. Müssen wir zum Frachter gucken, ob wir in den Lagern eine Wächtersäulenkarte haben. Kann auch sein, dass die Notfalldaten mit der Zeit vielleicht eine Wächtersäule anzeigen, aber das, da bin ich nicht sicher. Also gucken wir lieber, ob wir direkt eine richtige Karte haben. Okay, so. Wo könnte die sein? Ah, krass, echt, wir haben keine. Haben wir keine Wächtersäulenkarte? Ah. Das ist jetzt aber ärgerlich. Irgendwie gedacht, wir hätten eine. Scheint aber nicht so. Wäre ja, wenn sie hier drin gewesen wäre. Oh. Keine Ahnung, wie wir jetzt eine Wächtersäule finden sollen. Ich schau mal eben kurz.
Ah, wir müssen Wächter bis Stufe 5 bekämpfen oder Wächter Grenzkarte haben. Die können wir von Wächtern bekommen. Ah, das ist jetzt aber ärgerlich. Dann müssen wir da wohl Wächter bekämpfen. Ich sind doch auch Wächter. Ich habe wirklich gedacht, wir haben mal eine Wächterkarte gefunden gehabt. Wir könnten jetzt auch einfach uns hier nur Handelsdaten, Aliendaten, Edlung, Heimdaten. Ah, sicher interessanter Ort. Und ist in Rot geschrieben. Dann kaufen wir jetzt einfach mal davon 10 und hiervon auch 10 und aktivieren die alle auf dem Planeten. Handelsdaten brauchen wir ja nicht. Bewohnte Außenposten. Gold ist Artefakt. Eine Siedlung brauchen wir auch nicht. Gucken. Gehen wir jetzt halt zu dem Planeten wieder und aktivieren die einfach alle. Und wenn nicht, müssen wir halt wohl oder übel Wächter suchen. Das ist ein paradiesischer Planet. Ein blauer. Ist ja cool. Aber der ist halt schon entdeckt. Ah ja, da müssen wir hin. Hätten sie ja irgendwie markieren können. Aber leider ist auf dem ganzen Planeten noch kein Speichersignal oder Nachrichtenmodul zu sehen. Boah, ich gehe kaputt. Bist du? Also, Glück muss man haben, wa? Ach, das ist ja nicht schade. Oh, sah von oben so aus, weil sie rot war. Bisschen schade. Wäre echt gut gekommen, wenn sie jetzt direkt gefunden hätten. Einfach durch Zufall. Ja, echt jetzt. Mein Flieger ist Rebell. Ganz klare Sache. Es wird aber auch kein Ort hier angezeigt, der irgendwie interessant sein könnte. Ja gut, dann werden wir die jetzt einfach alle aktivieren. Jetzt ist nur die Frage, welche nehmen wir? Hier oder das, wo es in Rot geschrieben steht? Gucken. Zeigt uns dann an. Vorratsdepot. Ah, wenn wir darauf schießen, kommen Wächter. So kann man das natürlich auch machen. Oh. Schießen wir drauf, landen. Da müssen wir aber irgendwie die Wächter bekämpfen. Bisschen ärgerlich, dass ich keine genaueren Koordinaten habe. Aber naja. Immerhin weiß ich den Planeten, also. Ist ja schon mal gut. Hier noch irgendwas? Nö.
Oh, wir müssen das Multitool tauschen. Nein. Reparaturdinger. Oh, ein bisschen was einsammeln. Das Ärgerliche ist, wir müssen echt Welle 5 schaffen. Immerhin sind wir schon bei 3, weil ich halt aufs Lager geschossen habe. Da irgendwas auf uns geschossen. Ja. Wo sind sie denn? Eigentlich wollte ich das ja anders machen. Wächter bekämpfen, aber naja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Diese Reparaturbots, ne, die gehen einem aber auch auf den Keks. Ich kann ihn schneller zerstören, als er sich heilt. Das war schon mal gut. So. Dauert ja gar nicht so lange. Ja, Reparaturbot. Echt was auf mich geschossen, ich glaub's ja nicht. Und der wohl ganz witzig. Oh, Loch gefallen. Wo ist er denn? Der steht da oben. Ja, der ampelt ja rum. Cool. Guck mal, was schießt denn hier in einer drauf mich? Wächter Grenzkarte, ha, so geht das. Das hier kann man nicht einsammeln, oder? Hm. 20 Wächter waren das nur? Nö. Meint. Ah, hier liegen noch Sachen. 30 Wächter. Bisschen Glas. Da können gute Sachen drin sein. 40 Wächter. Oh, hat sich ja. Ein guter Kampf. 50 Wächter. Gucken. Das fertig? Ja. Gut. Liegt hier noch irgendwo so ein Aufmachkiste rum? Hm, nur dieser zerpflückte Wächter liegt hier noch rum. Also das geht nicht kaputt zu machen. Das hier kann man auch nicht mit interagieren. Naja, die Wächter sind deaktiviert. Sieht man rechts oben. Jetzt gerade nicht, war ja klar. Ist ein statt rot. Sind die 5 Punkte jetzt blau. Das heißt, die sind deaktiviert. Ah, jetzt.
Ah, jetzt sieht man es rechts oben. Die 5 blauen Punkte. Das heißt, sie sind deaktiviert. 32 Minuten entfernt, die Wächtersäule. Ja. Dann werden wir da jetzt hin und haben unser zweites Multitool. Und hat ja auch ein bisschen... ein bisschen Spaß gemacht, mal Wächter bis Stufe 5 zu spielen. Hatte ich eigentlich, wie gesagt, gedacht, wir machen das von anders. Aber hat sich ja jetzt nun so ergeben. Und wir haben diesmal sogar wirklich ein, eine Grenzkarte, Wächtersäule, eine Karte dafür auch erhalten. So. Einmal landen. Ach, hier können wir auch kartieren. So, wo ist der Computer? Also, wenn man eine Wächtersäule findet, kann man auch hier interagieren und sie auch selber deaktivieren. Und dann hier auf deaktivieren, dann explodieren alle. Und wir wollen jetzt die Waffentechnologie extrahieren. Und hier haben wir ein schönes gelbes Multitool. Ein royales Multitool sogar. Ist nur C, aber die Farbe ist cool. Und upgraden können wir es ja sowieso. Also wenn wir es einfach kaufen. Und dann abmelden. Und jetzt haben wir ein drittes Multitool. Das haben wir ausgerüstet. Cool. Hier liegt ein Antrieb rum. Dadurch deaktivieren die Wächter alle explodiert sind. Da hinten liegt auch noch was. So. Jetzt schnell sind, können wir uns das Multitool einmal angucken. So schaut das aus. Wir können ja noch ein bisschen heller machen. Ein bisschen die Sonne dahin. Das ist unser royales Multitool. Einfach nur gekauft, weil es gelb ist. Also richtig cool die Farbe, sonst sieht man die mal in weiß oder so. Und können das dann noch upgraden. Einfach nur so, damit es ein S ist. Und benutzen werden wir es sowieso nicht. Also ja, nur, weil es schön aussieht und wir Platz dafür haben. Ist hier denn noch irgendwo ein Wächter gewesen, der vielleicht explodiert ist? Hm, scheint nicht so. Und nur die beiden finden. Und so sieht dann halt eine Wächtersäule aus. Hier sind dann die Wächter. Entweder kann man sie bekämpfen, so bis Stufe 5, wie wir eben. Oder einfach deaktivieren. Dann explodieren die. Und es ist nicht immer ein royales drin. Also hier wäre jetzt immer eins drin. Aber gibt halt nicht jedes Mal eins. Meistens sind es normale Multitools. Gut. Dann haben wir jetzt einen Wächterkampf gehabt. Stufe 5 sogar. Und zwei super coole neue Multitools. Jetzt ist natürlich das Portal weg. Nicht mehr angezeigt. Ah. Dann gehen wir über einen Teleporter. Ist jetzt auch nicht so wild. Gut, dann ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal so machen. Vielen Dank und bis dann.